doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Was geht ab, liebe Freunde? Es wird wieder geblindet. Ja, ich will sehen. Heute haben wir eine Special-Folge, denn wir haben ganz viele breite Jungs hinterm Vorhang. Wir haben heute eine Gym-Edition. Oh Gott, nein. Unsere Kandidatin ist im Gym tätig. Oh Gott, nein. Ich stelle sie euch jetzt einmal vor. Das ist Hannah. Wie soll ich sie euch am besten vorstellen? Hannah solltet ihr auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen, denn da habt ihr garantiert Spaß, ob beim Feiern oder beim Skaten. Sie liebt Tiere über alles, aber auch ihre Liebe zum Sport kommt nicht zu kurz, sodass man sie fast jeden Tag im Gym antreffen kann. Na, zum Glück haben wir heute nur sportliche Gym-Dudes hinterm Vorhang. Hoffen wir mal, sie findet ihr Perfect Match. Bevor ich die Kandidatin jetzt reinhole, liebe Freunde, möchte ich mich einmal beim Sponsor dieses Videos bedanken. Ja, bedank dich aber ohne meine Unterstützung. So, der doof. Warst du schon im Gym heute? Nee, später. Gehst du noch? Ja, ja. Ich will eigentlich auch noch ins Gym, Alter. Kann man nicht tanzen? Ich hab noch ein bisschen Muskelkater. Runde 1. Also, wir haben dir heute 6 wunderschöne Jungs rausgesucht, die alle auf, wie heißt das, Steroide sind, ne? Ja. Testo, genau. Okay, du darfst dich jetzt einmal umdrehen. Bevor wir aber auf die Schuhe gucken, muss ich auf deine Schuhe gucken. Der, warum, das ist kein Disrespect, warum sind Pumper immer mit so einem angezählten Style, immer so eine enge Hose, ein enges T-Shirt? Also, es gibt wenig Pumper, die dann auch so ein geilen, coolen, entspannten Style haben. Die haben immer so einen angezetteten Style. Immer so, oh, ich gehe ins Fitness. Fühlt sich geil an. Ist es das? Gymschuhe? Draußen war ein bisschen Schietwetter. Ich dachte, ich zieh mal ein bisschen was an, was so zum Herbst passt, weißt du? Geil. Also sagst du, also ich habe den Jungs gesagt, die sollen ihre Gymschuhe anziehen. Ich weiß nicht, ob ich hier teilweise angeblufft wurde. Ja, schon. Also bei der 3 wurde schon mies geblufft, sage ich ehrlich. Bei der 4 sind wir auf Streetwear. Wir sind auch bei allen auf Streetwear, oder? Bin ich blöd? Ja, was ist dir wichtig bei Schuhen? Nix. Ja, sage ich ehrlich, echt gar nichts. Aber ich weiß jetzt nicht, warum man halt mit so Flipflops-mäßig halt ins Gym geht. Ich glaube, die haben alle nicht wirklich. Nee, also, ihr habt nicht drauf geachtet, kann sein. Er wird auch nicht mit diesen Dings. Wie heißt ich sag dir ehrlich, mal? Bin ich aber auch schon mal aus Versehen. Ja? Ja. Aus Versehen? Ja, ja, aus Versehen. Oh, ich habe auch so die falschen Schuhe angezogen. Nee, ich glaube, dass die Jungs gar nicht so. Bei Nummer 2 könnte ich mir vorstellen, die Schuhe sind ein bisschen dreckig und so, da kann ich mir vorstellen, geht damit ins Gym. Ja, vielleicht müssen wir auch die Schuhe schaffen. Yeezys sind so over. Yeezys sind so over. Heißen und den Jungs direkt mal eine Frage reinbuttern, oder wie? So random Frage, wie geht's euch so hinter dem Vorhang? Nummer 1. Top. Nummer 2. Sehr gut. 3. Sehr, sehr gut. Wow. Mir geht's immer. Nummer 4. Mir geht's immer sehr blendend. Oh, damn. Nummer 5. Danke, danke, mir geht's sehr gut. Nummer 6. Einer von denen ist schwarz. Ich glaube auch Nummer 5 oder 6. Bestens. Aber ich glaube Nummer 5 ist schwarz. Okay, also keiner. Oder war das 4? Alles gut. Dann würde ich sagen, stell den Kandidaten doch gerne mal die erste Frage, die du mitgebracht hast. Okay, meine erste Frage, die ich mir überlegt habe, ist: Was ist dein perfekter Proteinshake? Was ist euch an einem Gym-Outfit an einer Frau wichtig? Digga. Was? Ja, Leggings, viel sehen. Was soll ich dir erzählen? Also, bin ich echt gespannt, was jetzt. Keine Ahnung, ich bin Fan von durchsichtigen Leggings. Für Aussagen hier kommen. Nummer 1. Gut aussehen sein ist schon mal nicht schlecht. Ein gut aussehendes Gym-Outfit. Nummer 2. Das Video ist gerade krass zu tanken. Eine Frau soll sich schon noch so ein bisschen bedeckt halten. Also sie muss ja nicht immer alles direkt preisgeben. Okay, heißt, also was meinst du damit? Oh. Also quasi man fängt so in Hoodie und was weiterer Hose an und dann im Laufe des Trainings mit dem Pump. Mit dem Pump wird sich ausgezogen. Ne? Nummer 3. Ich würde jetzt nicht unbedingt bedeckt sagen. Eine Leggings kann schon cool sein, aber jetzt keine TVO-Leggings unbedingt, weil die pushen ein bisschen zu viel. Aber wieso? Ich spiele Fußball selber und ich trage auch manchmal gerne etwas engere Shorts, wenn ich kicke, weil das betont dann die Oberschenkelmuskeln ein bisschen mehr. Deswegen kann ich es bei Frauen auch verstehen, wenn die gerne Leggings tragen. Okay, Nummer 4. Digga, jetzt mal Real Talk. Würde euch es jucken, was eure Freundin für ein Gym-Outfit hat? Hä? Ja? Einer schreibt ja, hä? Digga, die soll da hingehen, um Sport zu machen. Was,
Ich weiß nicht, in welchem Safe, ja? Warum? Kannst du mit dieser Take? Ja, nicht nackig. Nee, geiler Call. Kommen jetzt zu uns, natürlich immer interessant. Wenn man natürlich sieht, ey, die hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, wie das Ganze zusammen vibe. Ist immer eine coole Sache, ja. Hast du dir Gedanken bei deinem Gym-Outfit? Der ist schwarz. Das hier farblich? Ja, okay, farblich, aber achtet man als Mädchen auf irgendwas Bestimmtes? Schon, ja. Was? Ich achte auf jeden Fall schon darauf, dass der Sport-BH, der muss schon zur Hose passen. Mhm. Und ich bin schon so ein Pump-Cover-Mensch. Also ich trage immer am Anfang des Trainings immer irgendwas Weites drüber. Pump-Cover heißt mäßig, damit man schwitzt und schnell warm wird? Ja, damit man am Anfang nicht so aussieht wie so ein Lauch, weißt du? Und wenn du dann halt in den Pump kommst... Ich check grad gar nichts. Am Anfang des Trainings habe ich immer ein dickes T-Shirt drüber, damit ich dich auch so wie ein Lauch und so... Im Laufe des Trainings kommt so der Pump und dann fühlst du dich besser. Und dann kannst du irgendwann das T-Shirt ausziehen. Boah, ich lerne heute... Wie uncool. Noch was ist gar dazu. Nicht so in der Szene, ne? Nee, aber ja, okay. Nummer 5 vielleicht. Im Oversize-Shirt und Leggings gehen immer. Aber bitte nicht das T-Shirt in die Leggings rein hinten. Warum nicht? Ja, der Arsch sollte schon so ein bisschen bedeckt sein. Oder je nachdem, vor allem, was man für Übungen macht. Nummer, warum bist du dann abgelenkt? Ja, ich nicht, aber die anderen werden abgelenkt. Okay, Nummer 6? Also im Endeffekt muss sich die Person halt wohlfühlen, indem man sie anzieht. Eine süße Antwort. Der kommt gut. Die standardsüße Antwort. Mhm. Ne? Hauptsache, man fühlt sich wohl. Was haben dir die Aussagen gegeben? Ist dir irgendwas aufgefallen, wo du gesagt hast, also das habe ich jetzt gar nicht gefühlt. Ja, mir passt halt nicht so, wenn man sagt, der Arsch muss halt schon bedeckt sein, weil im Endeffekt finde ich halt schon, kann man rumlaufen, wie man im Endeffekt gerade lustig ist. Mhm, ja. Aber es ist mir auch schon wichtig, dass ich mich halt wohlfühle. Aber ich finde auch so, der Vibe am Outfit, der müsste auch schon stimmen. Also ja, so Antworten sind eigentlich ganz korrekt gewesen. Was ist dir denn bei einem Männer-Outfit? Auf was achtest du? Da achtest du auf irgendwas? Wenn der Mann jetzt so eine kurze Hose anhat, so eine kurze Gymhose, dann bin ich schon so ein hohe weiße Tennissocken-Mensch. Finde ich schon low-key hot. Ich sag ehrlich, wenn ich ins Gym gehe, im Gym achte ich auf gar nichts. Das ist echt, ich glaube, ich bin... Digga, also ich weiß nicht, welche Gym-Sessions ihr macht oder wie die bei euch ablaufen, aber ich gehe ins Gym und trainiere einfach. Ich gehe einfach zum Sport und denke mir, ja, okay, ich trainiere jetzt. Das ist meine Herangehensweise. Na, keine Augenweide im Gym. Was machen wir? Machen wir. Willst du noch eine Frage stellen? Noch so eine kurze, knackige? Gut, Freunde, hauen wir mal gleich eine hinterher. No-Go an Gym Girls. Fangen wir bei Nummer 3 an. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber es gibt keine No-Gos. Jeder soll so sein, wie er ist. Nein, das ist eine langweilige Antwort. Aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, was ein No-Go wäre. Ich bin im Gym eher auf mich fokussiert. Da achte ich nicht wirklich auf das, was andere machen, sage ich mal. Okay, Nummer 4. Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, No-Go, aber das grundsätzlich, wenn man sich zu sehr präsentieren möchte, also mäßig ein auf, ich bin ja super sexy, super krass oder man tut sich im Mittelpunkt oder sowas, das ist generell so ein No-Go, weißt du? Nummer 5. Ich habe tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht, was da so ein No-Go ist, weil im Gym konzentriere ich mich wirklich nur auf mich. Aber wenn ich jetzt so auf die Schnelle überlege, ist... Ich meine, No-Go bei Frauen oder auch bei Männern ist, wenn die einfach so 3-4 Geräte gleichzeitig besetzen. Oh ja, Mann. Und sich aber dann viel mehr auf... Digga, ich bin gerade geschockt über... Ich check nicht, dass wir übers Gym reden. Ihr Handy konzentrieren als auf das Training. Ich weil bin das so dann, einer. Weil das beeinträchtigt ja dann mein Training. Das müsste nicht sein. Nummer 6? No-Go für mich schließe ich mich auch der Nummer 5 an. Also wenn man zu viele Geräte belegt und alles. Aber auch Red Flag für mich persönlich ist, weil es mir persönlich nicht so gefällt und es einfach nicht mein Typ ist, wenn man so extrem krasse Pumperfrau ist, also dickere Oberarme als ich selber habe und alles, dann ist für mich eine Red Flag. Warum lachst du? Fühlst du dich dann so ein bisschen in deiner Männlichkeit bedroht? Ja, nee, gar nicht. Aber man kann es ja einfach auch nicht attraktiv finden. Immer dieses, fühlst du dich dann in deiner Männlichkeit bedroht? Nein, es geht nicht um meine fucking Männlichkeit. Es geht einfach nur darum, der Typ findet es vielleicht nicht attraktiv. Darf man das auch noch haben? Ich finde es einfach nicht schön. Nee, muss immer das Argument sein, fühlt sich dann in deiner Männlichkeit gekränkt. Nein, Bro. Der mir gefällt. Ich bin einfach straight, das ist nicht der Typ, der mir gefällt. Also, ja, der danke. Macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Nummer 1. Danke, Bro. Ich muss nur zwei Sachen sagen. Einmal, wenn sie kein Handtuch dabei hat. Und anschließend vielleicht zu Nummer 6, wenn sie Bankdrücken macht. Bankdrücken? Das ist doch eine ganz normale Übung, oder? Ja, schon. Macht ihr nicht Bankdrücken? Ich bin halt nicht so stark in Bankdrücken, deswegen. Was ist deine Lieblingsübung, wo du sagst, da bist du so richtig stark? Squats. RDLs.
Erklär. Romanian Deadlift. Was heißt das? Das ist für Hamstrings und den Po. Gehst man so nach sich vorne, so, machst so. Nee. Nochmal wie? Ach, egal. Okay, passt. Oder? Du machst halt den hier. Okay. Mhm. Nummer zwei? Ja, also für mich ist ein No-Go, wenn man auch so sich zu sehr zur Schau stellen will. Und immer darauf achtet, dass man im Training gut aussehen möchte als Frau oder Mann. Weil ich finde, im Training gehört es halt dazu, dass man auch ab und zu mal leidet und da darf man auch mal scheiße aussehen. Oh yes. Mhm. Und was ist dein No-Go bei Männern? Bei Männern gibt es richtig viele, finde ich. Wenn ich die so beobachte, dann... Boah, ich finde kaputte Schuhe im Gym. Verstehe ich nicht. So richtig kaputt mit Löchern? Ja, so richtig so mit Löchern und keine Ahnung, guckt schon irgendwie der halbe Zeh raus, verstehe ich nicht. Aber diese kaputten Chucks und so, das ist ja auch so ein bisschen so ein Style, ne? Ja, aber wenn die Chucks abgeranzt sind, ist was anderes, als wenn die jetzt halt wirklich kaputt sind. Also okay. Kaputt geht schon wirklich gar nicht. Und ich finde. Chat, das wird vielleicht ein Kreis X, ne, dass ihr es auf dem Schirm habt. Weil das knallt gut rein, was ich hier sehe. Und auch wirklich starker Körpergeruch ist echt schwierig. Ja. Ich habe mal neben so einem Typen trainiert, der hat absolut nach Lachs gerochen. Das war echt lecker. Nach Lachs? Ja, ja, ich weiß nicht, wie oft der Lachs gegessen hat. Das war echt hart. Das war echt hart. Ich habe mal gesehen, Jim, einer riecht nach Lachs. Wow. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen Butter bei die Lachs machen. Mhm. Nenn mir mal drei Zahlen, wo du sagst, sie sind auf jeden Fall weiter. Die Antworten haben dir gefallen. Ich will jetzt noch, ich will noch ganz kurz sehen, wie die ausschauen. Deal. Nummer 6 gefällt mir eigentlich auch schon so seit der ersten Runde, ist eigentlich safe drinne. Der hat diese safen Antworten. Ja, der hat so diese die safen, die guten. Ah, er ist safe, ja. Wir, also wie? Oh. So mäßig. Ganz schnelle Frage, Hähnchen Reis? Ja, nein? Ja, eindeutiges Ja. Eindeutiges okay, Ja. Okay, warte, halt, stopp, eins, ja. Er schreit, ne, er macht okay. Links. Nummer 2? Klar. 3? Ja. 4? Ja. 5? Yes. 6? Yes. Uff, Leute. Heavy shit. Warte, macht es dich gerade an oder warum? Boah, nee, gar nicht. Ach, gerade nun. Hier auf der 60. Nummer 4. 150 Kilo, einmal. Nummer 5. 100. Okay, oha. Nummer 6. Ich mache eigentlich auch keinen. Bin eher so Calisthenics und Krafttraining. Ah, okay. Also hast du verstanden, wir haben hier fängt so klein an, 70 Kilo. Oh, lo. Wo 70 Kilo? Und dann da hinten, ich glaube 4 und 5, da wird es sehr... da dehnt sich alles so ein bisschen aus. Und bei 6 sind wir wieder so ein bisschen auf Freerunner. Mhm. Ja. Das ist einfach mein Bauchgefühl gerade. Wow. Ich wusste, Nummer 5. Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Ich hab's gesagt. Nach vorne. Mhm. Nummer 5. Wow. Hallo. Hi. Hi. Ben. Hanna, hi. Sehr. Hallo, hi. Alles gut? Ja, bei dir. Dings, warum so breit? Ich trainiere schon ein bisschen länger. Gib mal ein bisschen was. Digga, was ein Wesh. Ach Quatsch. Mach mir mal einen Trainingsplan. Auch korrekt. Einen Trainingsplan mache ich dir gerne. Ja? Aber Outfit ist auf jeden Fall wild. Danke. Muss ich sagen. Schuhe haben mir auch gefallen, sag ich dir ehrlich. Ich finde Schuhe fatal. Aber Körper ist Brett. Bauchgefühl war so, ja. Ah, weiß ich jetzt. Alles gut. Man sollte auf sein Bauchgefühl hören. So ist es. Okay. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Runde 2. Du darfst dich jetzt noch einmal umdrehen. Digga, mir ist eigentlich scheißegal, was die sagt. Ich will nur hören. Viele tolle Outfits von O8. Zu den Outfits, was will man da groß sagen? Sind halt Sportoutfits, ne? Keiner hat eine kurze Hose an, das wundert mich ein bisschen. Den du gerade rausgewählt hast, der hatte eine kurze Hose an. Stimmt. Der Ben? Okay, nächste Frage. Ich stelle sie erst und die Erklärung folgt vielleicht ein bisschen später. Macht euch Jim horny. Wir fangen bei der 2 an. Also natürlich... ist es halt beim Mann so, dass dadurch... Wie kann man, warte kurz, wie kann man diesen Satz mit natürlich beginnen? Okay, ja, natürlich kann man... Der Hormonhaushalt des Mannes, also das männliche Hormon, also das Testosteron... Halt mal deine Fresse. ...steigt und wenn du natürlich mit diversen anderen Trainings... Junge Mann, was labert der, ehrlich? Dann dieselbe Passion teilst und die dir dann auch natürlich... Partnerin. Okay, weil du hast Partner gesagt. Also hier steht, steht eine Dame. Ja, ich wollte nur sagen. Also, okay, der Biologe. Nummer 3. Also ich wurde noch nie direkt horny, also bemerkt, wo horny im Leben ich schon mit... Okay. Ja. Kannst du nicht einfach im Park gehen, ist doch kostenlos. Mal so von ab inneren Ort. Ich sehe in meinem Hirn sehr viel mehr. Aber ich Frage. 1,88 groß. Eine Nummer 2? 1,82. Nummer 3? 1,83. Nummer 4? 1,80, aber meine Träume sind riesig. Was ist riesig? 1,80, aber meine Träume sind riesig. Nummer 6? Der ist auch schwarz.
1,74 oder 1,75? Nein, der ist nicht schwarz. Der ist nicht schwarz. Sowas. Achtest du auf Größen bei Männern? Nee, eigentlich bis jetzt noch gar nicht. Kannst du mir schon mal zwischen zwei... Mhm. Okay. Und so ein... Und wenn man Fußball oder Basketball so... Ja. Ein altes... Ich habe ich nicht... Junge, ich will euch nur sehen. Weg, den andere länger bauen. Moment, du? Gerade gar nichts. Bin gerade so lost. So, wir müssen jemanden rauswählen. Ja, ich sag ehrlich, ich glaube, drei ist raus. Fußball ist wirklich so null, mein Ding. Ist mir echt ja. Oh. Das hat er kurz erwähnt, ne? Ja, hat er kurz erwähnt. Also bei Fußball Basketball und so war ich so, ist gut. Mhm. Aber Fußball ist, sorry, ich bin echt raus. Okay, Nummer drei. Darfst du einmal zu uns nach vorne kommen? Was geht? Ich bin leider zu klein für Basketball, sonst hätte ich Basketball gespielt. Was geht, Bruder? Alles gut? Hi. Ich bin gefreut und ich bin hier. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, M to the Kid, und ich habe die Behind the Scenes davon gefilmt. Also, ihr könnt. Alter, was? Hinter den Kulissen das Ganze sehen. Du kannst ruhig nochmal hier hinkommen. Ich soll weggehen. Er kommt, ne? Kandidatin so. Hi. Yo, was geht? Das ist uncool. Ich bin da, also. Wie findest du die Kandidatin? Schön, hübsch. Ja? Ist dein Typ? Ja, ist mein Typ. Süß. Und hier rummachen oder so? Nein, Spaß. Danke dir fürs dabei sein, Bruder. Mich gefreut. Runde 3. Ah, zwei Personen. Die oder? Das ist erst. Luis. Okay, warum? Das ist einfach so eine persönliche. Lass mal. Das ist nämlich auch mit einer Psyche. Warte. Willst du jetzt? Das erste. Was war das erste? Persönliche Meinung ist gesagt. Der erste. Boobies. Mal eine schnelle Frage. Ja, bitte. J-Freunde. Team Big Booty oder Team Big Boobies? Mit Erklärung bitte. Nummer 1. Ich mag Jungs. Hast du viel Zeit? Ja. Haben die Astreiten? Ich schaue gerade einfach nur ein Video und ich skip. Was geht da? Alles frisch? Wie geht's? Wie heißt du? Hi. Ich heiße Ennis, mein Bruder. Ennis. Genau. Super. Wer ist du eigentlich? Hannah, hi. Hannah. Stimmt, wir haben gar nicht deinen Namen gesagt. Doch, ich glaube, Phil habe ich schon mal gesagt. Der wird eigentlich nur... Hat's so wild. Ja. Ich habe da jetzt nicht gerechnet. So, Tattoos. Hast du Tattoos? Ich selber, nein. Willst du welche auch nicht? Fresh. Wie gesagt, es war ja, was ich genau gerade gesagt habe, dass wenn du dann älter wirst, sieht dann nicht mehr cool aus, weißt du? Naja. Deswegen. Super, danke. Der ist fresh, der ist cool. Dennis, ja. Oh, top, alles klar. Irgendwie. Eigentlich noch. Ich einmal finde gerade ein bisschen was. Ich wusste es, dass Nummer 4 schwarz ist. Ein kleines am Rücken. Zeig mal. Gesehen? Ja, schon. Rücken. Lass mich mal. Vorgänglich. Wenn ich zu viel. Vielleicht. Alles gut? Hi, Janis. Hallo, Hannah. Hi. Wie geht's? Gut. Verheimlichst du uns was? Ja. Es ist. raus. Ich kann nichts. Was ist dein? Bitte entscheidet sie sich für den Schwarzen. Ich jetzt im Gym sehen. Da würde ich shoppen, die haben chillen. Und hingehen, nettes Konvent geben, weißt du? Zum Beispiel, welches. Da will ich nervt dran. Das ist kein Problem. Das ist einfach direkt. Wenn sie sich für den Schwarzen entscheidet, steht sie auf Schwarze. Mal raus, geh einfach nach Bauch. Hey. Tschüss, was ist denn das für ein disziplinierter Pumper? Ultimate Michael. Hi. Und sie steht nicht auf Schwarze. Ich hab mich nicht genau so vorgestellt. Bruder, ne? Weißt du, ne? Wie geht's? Hi. Digga, der zu jedem Training glaubt mir sein Proteinshake dabei. Ja, Michael, ist wie läuft's? Freut mich sehr gut, ne? Ja. Ich bin auch froh, eingeladen worden zu sein, ne? Gute Frage hast du auf jeden Fall gestellt. 100%. Danke. Und ja. Ist sie dein Type? Jetzt, du kannst auch mal Dings oberflächlich bewerten einfach. Ja, also soll ich ganz, ganz ehrlich sein? Ja, sag ehrlich. Ja, also, sie ist cool. Also ich habe ein bisschen anderen Type noch, aber sie ist cool. Ne? Der würde auch wie eine 1. Kein böses Blut. Ja, ehrlich, voll. Kein böses Blut, saukrank bei so einer Frage. Ne? Ja. Danke dir, Bruder. Kein Problem, Bruder, ja. Ciao, mach's gut. Ciao, ne? Das Finale. K.O. Ace Hoodie auf jeden Fall. Hi. Max, die Dame Hannah, hi. Boah. Hallo. Perfekt. Für jemand schüchtern war das sonst. Einfach Phil Foden. Ich will doch nicht auf den Typen, Hannah. Hat die einen Freund? Glaube ich nicht ganz mein Vibe, oder? Okay. Dann habe ich halt geliked. Ja. War aus Versehen, aber was willst du machen? Digga, ich hasse Reels. Na gut.
1, 2, 2, ist der Nice Guy, ist so High School Musical American Pie.